Nächster Redner, Gabriel Obernosterer, ÖVP. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren auf der Tribüne und zu Hause vor den Fernsehschirmen, Frau Präsidentin, wir bedanken uns bei Ihnen für die Vorlage jetzt der Prüfung des Bundesrechnungsabschlusses und auch für die Aufbereitung. Sehr klare. Ich glaube, es ist kaum irgendwo in einer Regierung, egal welcher Staat auch immer, wo die Finanzen des Finanzministeriums von jedem Bürger im Internet nachzuvollziehen sind und nachzulesen sein. Wenn der Herr Kollege Kreiner gesagt hat, die letzten 7 Jahre seien eigentlich nicht gute Jahre gewesen, dann habe ich ein bisschen hintergerechnet, ganz einfach in den Kopf rechnen. Hat er gemeint, seit die SPÖ nicht mehr dabei ist, ist es einfach nicht mehr gut. Ich bin da eigentlich ganz anderer Meinung, muss ich auch noch dazu sagen. Und wenn man denkt, was inzwischen in diesen 7 Jahren gewesen ist, Corona-Hilfenzeit, die Teuerung, die Energiekrise und dass wir heute eine geringere Verschuldung haben als wie im 16er Jahr, wo ihr noch dabei wart, sagt auch das eine und das andere aus. Und wenn da immer nur gesagt wird, wie schlecht das ist, wir machen jetzt einen Rechnungsabschluss, so wie es jeder Betrieb daheim für sich auch macht. Die letzte Bewertung von einer Ratingagentur, und zwar von der Standard & Poor's, die hat den Ausblick für Österreich von stabil auf positiv bewertet. Das ist politisch nicht beeinflussbar. Also muss das sein, was der österreichische Staat macht und diese Regierung und unser Finanzminister auch in dieser schwierigen Zeit nicht so schlecht gewesen sein. Und wir wissen, dass wir im Voranschlag für das Budget 23 einen Abgang vorgelegt haben von 17,1 Milliarden Euro. Der Abschluss war ein Minus von 8 Milliarden Euro. Das ist immer noch ein Minus. Aber das heißt, dass es ordentlich aufgestellt war. Warum kommt es zu diesem weniger, zumindest diesem Minus des Abganges? Weil die Konjunktur so gut gegangen ist, scheinbar waren die ganzen Hilfen auch erfolgreich, sonst war die Konjunktur nicht so gut gelaufen. Und weil viele Maßnahmen, die noch in der Schleife waren, zu helfen, auch nicht mehr in Anspruch genommen sein wurden. Und wenn man das noch über pauschal, wie gesagt, drüber tut, wie steht Österreich so da, weil man immer heißt, ja, die Armutsbekämpfung. Wir sind in Europa an dritter Stelle, was die Armutsbekämpfung betrifft, im positiven Sinne. Das liegt laut Bewertung einer internationalen Agentur bei 2%, die Deutschen haben 4%. Bei der Kaufkraft des Haushaltes sind wir europaweit an zweiter Stelle. Und die Verschuldung habe ich früher ja wohl schon angesprochen gehabt. Dass wir jetzt über was reden, was schon auf dem Tisch liegen, ist okay. Der Abschluss, für den brauchen wir uns nicht schämen. Es ist ein Minus, wissen wir genau. Wir müssen in Zukunft was tun, dass wir das in den Griff kriegen. Aber eine Sache als Wirtschaftler auch dazu. Wenn ich mit unserem Steuerberater, oder meine jungen Leute und ich von unserem Steuerberater den Jahresabschluss machen, und ich habe um 9 Milliarden, in der Größe können wir es runterbrechen, das weiß ich wohl, weniger ausgeben in der Bilanz, als wie ich es eigentlich berechnet habe, dann ist das nicht der Tag, wo ich traurig bin, sondern was uns positiv in die Zukunft schauen lässt. Danke vielmals, Herr Finanzminister. Ganz anders bewertet den Bundesrechnungsabschluss Gabriel Obernosterer von der Volkspartei. Bitte sehr, Abgeordneter. Die Regierung hätte in den vergangenen Krisenjahren gut gewirtschaftet. Auch wenn ein Minus davor stehe, müsse man sich für diesen Bundesrechnungsabschluss nicht schämen, so Obernosterer.